Herzlich willkommen zum Video der Firma CNC Steuerung. In diesem Video geht es zur Einbindung der IPS an die Mach 3 und deren Einstellung im Detail. Als allererstes, damit Sie mit der IPS arbeiten können, müssen Sie Ihre Netzwerkadresse einstellen. Gehen Sie dazu in die Netzwerk-Einrichtungsseite von Windows. Das kann sich immer vom Betriebssystem zu Betriebssystem unterscheiden. Wir arbeiten hier mit Windows 10. Wir sehen ein nicht identifiziertes Netzwerk. Hier oben links auf Adapteroptionen gehen. Wenn Sie mehrere Netzwerkkarten haben und eine WLAN, dann haben Sie hier oben die Netzwerkverbindung, die Ihr Computer herstellt. Ich weiß, dass dieses hier meine Netzwerkverbindung ist zum Router und das ist die Netzwerkverbindung direkt zur IP. Klicken Sie auf diese Verbindung, dann kommt dieses Fenster. Gehen Sie dann auf Internetprotokoll 4 und dann auf Eigenschaften. Damit die IP-Steuerung arbeiten kann, muss eine feste IP zugewiesen werden. Wenn also die IP-Steuerung mit dem Rechner direkt verbunden ist, tragen Sie bitte bei der IP-Nummer Ihres Rechners 10.1.1.1 ein und bei der Subnetmaske 255.255.255.0. Wenn das geschehen ist, drücken Sie einfach auf OK, schließen Sie das Fenster. Wenn wir die Netzwerkadresse zugewiesen haben, müssen wir die IP noch auf den richtigen Firmwarestand bringen. Sie erhalten bei uns im Cloud-Server eine Setup-Routine zu IPS, IPM oder IPA. Aber in unserem Fall machen wir jetzt die IPS, aber für die beiden anderen Steuerungen gilt dasselbe Prozedere. Führen Sie mit dem Doppelklick die Excel-Datei aus, wählen Sie Ihre Landessprache, die Sie gerne möchten, Deutsch, sagen wir OK, weiter, weiter. Für alle, die Mach 4 nicht brauchen, machen hier unten das Häkchen weg. Weiter, weiter. Einfach weiter. So, jetzt haben wir eine DLL-Datei in den Ordner der Mach 3 installiert. Also das heißt, die Mach 3 muss vorher installiert gewesen sein. Starten Sie dann, weil das Häkchen da drin ist, automatisch die Routine, um Ihre Hardware abzugraden. Drücken Sie einfach auf Starten. Dann wird, wenn die Netzwerkadresse zugewiesen ist, die IP angeschlossen ist, unter Strom wird sie erkannt und mit einer Seriennummer angezeigt. Einfach anhaken, OK sagen. Es kommt eine Fehlermeldung oder eine Meldung, dass der Bootloader eingeschaltet wird. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, nachdem der den Bootloader gestartet hat, läuft die Aktualisierung automatisch. Das sieht man auch sehr schön. Nicht verwundern, ich habe währenddessen ein bisschen die Pause-Taste bemüht. Also das mit dem Bootloader kann schon eine Minute dauern. Okay, also nicht nervös werden und nicht abbrechen. So, wenn die Aktualisierung durchgelaufen ist, steht auch Aktualisierung abgeschlossen. Dann können wir hier oben auf das X klicken und beenden. Ich habe hier oben jetzt den Mach 3 Loader ausgewählt. So, nicht verwundern, wir haben hier jede Menge besondere Profile, weil das unser Testrechner ist. Also wenn wir jetzt mal ein Profil öffnen, Sie können auch ein Profil erstellen, indem Sie einfach sagen, erstelle mir einen Test und so weiter. Wenn Sie eine Kopie von einem bestehenden Profil machen wollen, einfach anklicken, Namen vergeben, dann werden praktisch die Grundparameter von diesem Profil schon mal rüber kopiert, nur ein neuer Name vergeben. Das machen wir jetzt aber nicht. Wenn Sie ein leeres Profil erstellen wollen, geben Sie einfach den Namen ein und klicken Sie auf Default. Dann wird praktisch nichts übernommen. Aber wir haben ja jetzt ein Profil. Das starte ich jetzt mal. So. Beim ersten Mal, wenn Sie die Mach 3 starten, wird Ihnen angezeigt, welche Hardware Sie verwenden. In unserem Fall haben wir den normalen Printerportaler gefunden. Wir haben die A, M und die P, weil wir alle Plugins auf unserem Testrechner installiert haben. Sie sollten eigentlich nur den normalen Printerport finden und jetzt, wenn Sie die IPS haben, sollte hier CSMU IPP stehen. Okay? Wenn Sie diese Meldung nicht mehr angezeigt haben wollen, bitte auf Don't Ask Me Again und dann OK.
So, was ist anders zu Mach 3? Hier oben im Plug-in-Control finden wir jetzt einen neuen Reiter, den es normalerweise so nicht gibt. Hier haben wir einen Diagnosemonitor, den wir persönlich auch nutzen bei Fernwartung. Also wenn Sie Probleme mit unserer Steuerung haben, dann würden wir uns per Fernwartung einloggen. Hier sehen wir, welche Digitaleingänge bereits benutzt werden, welcher Analogausgang benutzt wird, ob wir Expansionsmodule dran haben. In unserem Fall wäre das das MPEG-Modul. Wir haben auch ein Debug-Fenster. Ja. Im Großen und Ganzen interessiert es den normalen Anwender nur die digitale IOs und der analoge IO. Zudem haben wir auch noch die Möglichkeit unter Config, Config Plugins, auch hier nicht irritieren lassen. Wir haben alle DLLs drin, das heißt, wir haben aber jetzt hier nur die CSMUIP. Wir klicken auf das gelbe Feld und sehen nun die eigentliche Konfiguration. Die eigentliche Konfiguration ist mehr als das, was die Mach 3 ergibt. In unserem Fall ist es so, dass wir gerade eine Servosteuerung einrichten. Darum hört man auch dieses leichte Summen im Hintergrund. Und wir haben hier gerade, wir sind gerade mit der Zuweisung der Signale dran. Ein Vorteil bietet dieses Plugin: Ich kann hier, wenn ich den Servoalarm auswerte, den Eingang zuweisen, sagen, ob der Low Active High ist oder nicht. Ich kann hier über den Reiter das Signal aussuchen, was ich haben möchte. Das kann ich für jede Achse selber. Das heißt, wenn die Servo-Endstufe einen Alarm meldet, würde auch sofort die Bewegung abgeschaltet der restlichen Achsen und natürlich auch die Mach 3 dann auf Offline verbunden. Im Gegensatz zu den normalen Mach 3 brauchen wir auch nicht mehr die Pins zuweisen in der Mach 3 unter Ports und Pins, sondern wir können hier auswählen, auf welchem Channel. Die IPS hat hier 6 Achsen, Channel 0, 1, 2, 3, 4, 5. Auf welchen Channel wir die Achse verdrahtet haben und dementsprechend können wir hier, ohne dass wir irgendein Kabel in die Hand nehmen müssen, wieder einfach den Channel zuweisen. Dann haben wir hier oben Special Functions. So, da haben wir einmal die Spindel, mit welchen Bordmitteln wir übersteuern möchten, ob wir Plasma haben. Dann haben wir hier besondere Futures, gerade für Servos. Wir können einen Ausgang zuweisen, der einen Alarm resettet. Dieser Ausgang wird eine Sekunde angeschaltet und dann wieder aus. Auch welchen Ausgang wir aktivieren möchten, damit wir die Servo-Endstufen scharf schalten. Diese Option ist besser als in der Mach 3 selber unter Port und Pins. Dann haben wir auch noch Others. Hier gibt es so ein paar Sonderoptionen, aber da müssen wir noch mal ein eigenes Video drüber machen. Wichtig ist eigentlich nur dieses hier. Wenn Sie einen Notaus ausführen, den Notaus-Button wieder ziehen, hier wieder online schalten, dann würde sich in dieser Konstellation mit Häkchen dran hier oben so wilde Zahlen ergeben. Viele sind irritiert dadurch und sagen, okay, möchte ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, was das für Zahlen sind. Lasst diese Set Access to Null on Reset ein Häkchen drin, weil nach einer erfolgreichen Referenzfahrt sind eure Nullpunkte wieder da, wo sie vorher waren. Also keine Angst. Es geht nur darum, dass hier unten die Achsen auf dereferenziert gesetzt werden, weil wir mit Sicherheit beim Notaus eine gewisse Teilstrecke verloren haben. Und wenn wir die verloren haben und wir würden einen Werkzeugwechsel durchführen, wo ja die Position über die Maschinenkoordinate kommen, würden wir definitiv Crash fahren. Aus diesem Grunde schalten wir sicherheitstechnisch, dass die Achsen referenziert werden, ab. Das zwingt den Anwender dazu, wieder neu zu referenzieren. Also lasst das bitte drin, ist schon gut. So, das war eigentlich jetzt erstmal im Großen und Ganzen die Einrichtung. Jetzt machen wir Folgendes, wir gehen auf Config. Das allererste, was ihr überprüfen müsst, ist immer, welche Einheit wir verwenden. Wir verwenden hier Millimeter. Port und Pins. Welche, also hier
Die Ports brauchen wir nicht mehr aktivieren. Motorausgänge, wie viele Achsen hat die Steuerung? Aber jetzt in unserem Fall hat sie drei. Welche Eingangssignale betätigen wir? Und da ist ganz wichtig. Also, wir haben jetzt den Notaus angeklemmt. Der wird also aktiviert. Der Port ist bei der IP-Steuerung immer der Port 10. Welche PIN-Nummer? Wir nehmen die Schraubklemme Nummer 1 vom digitalen Eingangsblock 0 bis 15, was den Eingangspin Nummer 0 zeigt. Und wir haben hier dauerhaft 24 Volt anliegen, das heißt mit dem Active Low auf grün soll die Steuerung auf eine abfallende Flanke reagieren. Ich mache das mal im Detail. So, wenn ich im Plug-in-Control das Fenster wieder öffne, sehe ich unter dem Reiter digitale IOs, dass hier bei den digitalen Eingängen 0 jetzt Strom anliegt. Jetzt könnte ich auf Verbinden drücken. Okay, jetzt ist das Soon-Signal oder Ready-Signal der Servo-Endstufe aktiv und jetzt könnte ich die Achsen bewegen. Aber jetzt geht es ja erstmal hier um den Eingang Nummer 0. Hier liegen 24 Volt an. Wenn ich jetzt auf den Notaus drücke, fällt dieses Signal ab. Das heißt, hier liegt keine Spannung mehr an. Das quittiert die Mach 3 auch mit einem offline-online blinkende Schaltfläche. Jetzt kann ich auch nicht mehr drücken. Ja? Hier unten kommt eine Meldung external E-Stop. Das heißt, ich muss ihn erst entriegeln. Dann ist er wieder hier. Dann kann ich hier wieder verbinden. Okay. Soweit zu den digitalen Eingängen und Ausgängen. Wenn ich jetzt auf Config, Port und Pins gehe, schauen wir uns das nochmal an. Eingangssignale, den Reiter runterziehen. Also E-Stop bedeutet Notaus. Ich habe ihn aktiviert. Weil ich die IPS-Steuerung, IPM oder IPA-Name nehme, ist es die Nummer 10. Der PIN 0, das ist dieser 0 hier, dieser hier. Und wenn er dauerhaft anliegt, muss hier ein grünes Häkchen sein. Ihr solltet das auch dauerhaft machen, damit wir eine Kabelbruchüberwachung haben. Sprich, wenn ich das Signal, also angenommen 24 Volt drauflege, wenn ich den Notaus betätige, dann bedeutet das, wenn einer mir das Kabel durchtrennt, kann ich so viel auf den Notaus hauen, wie ich möchte, aber ich würde keine Reaktion haben. Also bitte immer so verdrahten, dass alle Signale permanent anliegen. So, wenn ich jetzt mir das bei uns in der Diagnose anschaue, sieht das auch so aus, der 0 ist jetzt an, weil der Notaus nicht gedrückt ist. Der Notaus ist hier in der Mach 3 jetzt auch nicht aktiv. Das heißt, ich kann jetzt hier verbinden. Wenn ich jetzt den Notaus drücke, fällt hier 0 ab. Jetzt kriege ich auch eine Meldung, weil unsere Steuerung so verdrahtet ist, dass die Spindel auf Fehler gegangen ist, weil wir über ein spezielles Relais, ein Safety-Relais, die Spindel auf SD-Stop setzen oder SDO setzen, sodass wir dann hier auch einen Fehler gemeldet bekommen. Aber hier, um jetzt mal wieder bei dem Notaus zu bleiben, der Eingang Nummer 0, der ist jetzt aus, das heißt, es liegt keine Spannung an, weil ich in der Mach 3 das Häkchen auf Active Low gesetzt habe, also reagiere bitte auf eine fallende Flanke, blinkt hier meine LED. Wenn ich dann nur das wieder ziehe, geht hier wieder Strom drauf, hier geht die LED aus und ich kann hier wieder auf Verbinden drücken. So werden auch alle anderen Ports und Pins, also Port und Pins und dann unter Input, hier wenn ich jetzt einen Endschalter Plus habe, sage ich ihm, wenn ich auf der IP bin, sage ich ihm Port 10, welche PIN-Nummer, ich sage mal die Nummer 1, dann sollte hier die 1 leuchten, wenn er nicht betätigt ist, wenn er den Strom liefert, wenn wir ihn betätigen, dann darf das rote Häkchen, wie gesagt, nicht drin sein. Also das können wir aber ganz einfach mit der Diagnose zusammen überprüfen.
Alle Signale, die eure Maschine hat, werden hier eingetragen und der Port ist immer 10. Wenn wir ein Erweiterungsmodul haben, dann ist es so, dass wir die Adresse des IO-Moduls kennen müssen, aber das sehen wir dann unter den Extensions hier, Expansionsmodule. Dann würde hier stehen IO-Modul auf CAN-Bus Adresse 16. Wenn hier 16, 17, 18, je nachdem wie viele Module wir haben, dann müssten wir, wenn hier die 16 ist, müssten wir hier auch die 16 eintragen. Okay, nur zur Info. Aber das machen wir im anderen Video nochmal. Jetzt kommen wir mal zu den Ausgängen. Das ist auch immer ein heißes Thema. Also, wir haben Ausgangssignale. Die habe ich jetzt hier schon mal zugewiesen. Und zwar der Output oder Ausgang Raute 1, Raute 2, Raute 3, Raute 4 und so weiter. Eines vorab, wenn wir in einem Plug-in oder in dem Plug-in-Modul hier oben, wo wir gerade drin waren, ich gehe da nochmal vorsichtshalber rein. Also, wenn wir einen Ausgang in diesem Plug-in zugewiesen haben, unter Spezialfunktionen, hier haben wir den Ausgang 0 zugewiesen. Und den Ausgang Nummer 1. Einmal für das Enable-Signal und einmal für das Reset. Also Reset und Enable. Dann darf ich die 0 und die 1 nicht mehr verwenden. Also Config, Port und Pins. Ausgangssignal, Outputs. Ich möchte Raute 1, Raute 2, Raute 3, Raute 4. Die möchte ich zuweisen. Das heißt, 0 und 1 ist zugewiesen, darf hier in dieser Konfiguration nicht aufgeführt sein. Das heißt, wir fangen mit Raute 1, 2, 3, 4, mit 2, 3, 4, 5. Das sind unsere Ausgänge. So. Unter dem Reiter Spindel-Setup weisen wir die Ausgänge zu. Also Output Raute 1 ist der hier. Okay? Der ist für das Signal M3 zuständig. Output Raute 2, der hier. Oh, der hier. Der Zweier schaltet den Ausgang Nummer 3 und ist für M4 zuständig. So machen wir das weiter mit M3 und M4. Also Raute 3, Raute 4. Raute 3 liegt auf Ausgang 4. Raute 4 liegt auf Ausgang 5. Dann drücken wir auf OK. Wichtig ist noch, dass wir hier die Häkchen weg haben. Also damit können wir diese Relaissteuerung deaktivieren. Das wollen wir nicht. Für alle, die den Analogausgang, aber da kommen wir gleich noch zu nutzen wollen, tragen bitte hier oben eine 64 ein. Die steht aber normalerweise standardmäßig immer drin. Und hier unten drunter eine 4095 sowie Modbus aktiv. Drücken Sie bitte auf Übernehmen. So, eine Sache noch. Die Spindel, wenn wir die starten, M3 und M4, jede Spindel hat eine Hochlaufzeit. Diese Hochlaufzeit kann ich hier rüber steuern. Wenn ich also sage, CW bedeutet clockwise, also rechts rum, möchte ich, weil meine Spindel braucht, sagen wir mal, 3 Sekunden, um auf Vollgas zu kommen, beim Hochlaufen und beim Runterlaufen auch, dann kann ich hier bei Clockwise und bei Counterclockwise, also linksrum, jeweils die 3 Sekunden eintragen. Und die Bremszeit genauso. 3 Sekunden bei CW und 3 Sekunden bei CCW. Ob wir die Relais vorher ausmachen wollen, anmachen wollen, wie auch immer, das ist egal. So, und jetzt kommen wir hier zu einer Eigenart. Die Mach 3 erkennt diese Eingaben nicht. Also können wir hier nicht auf Übernehmen drücken. Klickt einfach irgendwo anders hin, macht das wieder an und drückt jetzt auf Übernehmen. 3, 3, 3, 3 und jetzt Übernehmen. So, mehr muss nicht gemacht werden. Jetzt müssen wir noch, ich lasse mal dieses Diagnosefenster auf Config. Config Plugins.
wieder auf unsere IP-Steuerung. Ich schiebe das mal hier unten hin. So, hier gibt es Spezialfunktionen. Spindel. Wir müssen die Spindel erstmal aktivieren. Die IP-Steuerung bietet uns zwei Analogausgänge dafür. Wir nehmen hier den Analogausput Nummer 0. Dann haben wir hier eine Hochlaufzeit. Das heißt, wie schnell geht das M3-Signal oder das analoge Signal, was wir hier oben gleich haben, von 0 auf 10 Volt. Hier kann ich die Drehzahl pro Sekunde eintragen, wie schnell mein Frequenzumrichter durch das Analogsignal angesteuert würde. Wenn ich hier, sagen wir mal, 30.000 Umdrehungen pro Sekunde eintrage, würden wir sofort so von 0 auf 100, bam, 10 Volt haben. Das kann aber sein, dass euer Frequenzumrichter nicht hinterherkommt. Also können wir hier die Geschwindigkeit eintragen, wie schnell der Frequenzumrichter seine 10 Volt bekommt. Spindelencoder haben wir im Moment noch nicht. Und hier unten sehen wir Spindelalarm-Input. Wir haben den aktiviert. Ist auch wieder low active, bedeutet, wir sollen auf eine fallende Flanke reagieren. Und hier haben wir den Eingang zugewiesen, wo das Signal ankommt. Wenn alles richtig eingestellt ist, safe, close. So. Dann müssen wir natürlich dem ganzen Kind noch Drehzahlen vorgeben. Also wann wir 10 Volt geben wollen. Spindelpullis. Die Mach 3 bietet 15 Getriebestufen. In der Regel hat man nur eine bei einer Hochfrequenzspindel. Ansonsten müsste man sich über eine Getriebeschaltung oder wie auch immer. Oder man muss das manuell. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben nur eine Stufe. Minimum ist 0 Umdrehung. Maximum sind 5000 in unserem Falle. Wenn ich jetzt hier oben auf Work klicke, sollte hier unten auch die Getriebestufe 1 dann angewählt sein. Also die, die wir gerade zugewiesen haben mit 5000 Umdrehungen, ist in der Getriebestufe 1. Ich verbinde jetzt. Wenn ich jetzt einfach nur M3 drücken würde hier oben rechts, ich gehe nochmal auf digitale Ausgänge, dann sehen wir, dass der Ausgang Nummer 2 aktiv wurde. Ich weiß nicht, ob man gerade im Hintergrund gehört hat. Das Relais schaltet auch. Okay. Wenn wir jetzt mal auf den Analogausgang schauen und wir drücken jetzt einmal die M3-Taste, da reagiert gar nichts. Warum nicht? Weil wir keine Drehzahl vorgegeben haben. Also, beim ersten Mal, weil der S-Befehl ist selbsthaltend, geben wir den Befehl M3 S 5000 und drücken dann Enter. Wir sehen zum einen hier oben, dass die M3 gekommen ist. Die blinkt jetzt, weil wir das Relais geschaltet haben. Und der Analogausgang gibt uns jetzt auch 10 Volt aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel über den Slider hier gehe und das runterregel, sehen wir, dass ich bei, sagen wir mal, 50% knapp, das ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Schieberegler, wir machen mal 100% und ich gehe mal stufenweise runter, so, dann sehen wir bei 60, 70, 50%, dass wir 5000 eigentlich angefordert haben, jetzt aktuell aber 2500 ist und unser Analogwert 5 Volt ausgibt. Die obere Spalte bleibt leer, weil wir kein Feedback erhalten. Okay, soweit dazu erstmal. So, um das näher nochmal so ein bisschen zu bringen, das heißt, in der Getriebestufe 1 hier unten steht eine 1 drin bei Getriebestufe, wenn ich jetzt S5000 wähle, ist bei 5000 10 Volt. Ich mache die Spindel noch wieder aus. Wir schauen uns das hier nochmal an unter Config und da Spindel und Pullis. Also wir schauen uns das nochmal genauer an. Also Config, Spindel und Pullis. Ich sage jetzt mal, in der Getriebestufe 2 möchten wir 10.000 Umdrehungen machen. Okay. Hier unten auf der Getriebestufe ist jetzt auch 10.000. Also die Getriebestufe 2, die würde jetzt auf 10.000. Wenn ich jetzt wieder den Befehl M3S5000 gebe, obwohl die Stufe nur die Stufe 2 bis 10.000 geht, darf ich maximal nur 5 Volt kriegen. Ich drücke Enter. So, 5 Volt, weil wir in der Getriebestufe Nummer 2 sind. Ich bremse oder stoppe die Spindel. Jetzt wähle ich die Stufe 1
Und wenn ich mich jetzt vertan habe und ich sage, okay, ich bin eigentlich in der Getriebestufe 2, obwohl 1 angewählt ist, und ich möchte 1000 Umdrehungen machen. So, dann würde ich hier ein Fünftel kriegen von 5000, beziehungsweise 10 Volt, wären also 2 Volt. Das würde aber nicht die 1000 Umdrehungen widersprechen, weil 10 Volt gleich 5000, ja, und so weiter. Man muss es einfach nur hier drauf achten, immer die richtige Getriebestufe eingetragen haben, weil da wären es nämlich weniger. Oder nochmal ganz krank, wenn ich jetzt sage, M3 S 10.000, kriegen wir 10 Volt in der Getriebestufe 2, was ja auch passen würde. Die kriegen wir aber auch in der Getriebestufe 1, wenn ich, Moment, ich mache also hier die Getriebestufe 1 wieder rein, gebe wieder die 10.000 ein, kriege ich auch wieder 10 Volt, was aber dann nur 5.000 Umdrehungen sein würden. Dann kriegt man aber hier unten drunter eine Meldung to fast for pulley. Using max. Der nimmt also das Maximale. Also, im Großen und Ganzen müssen wir nur aufpassen, immer die richtige Stufe eingelegt zu haben. Man kann sich natürlich Makros schreiben, die das melden und so weiter und so fort. Aber das würde jetzt zu weit gehen. So, jetzt machen wir das Thema Achsgeschwindigkeiten, Auflösung und so weiter. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt müssen wir ja eventuell ein bisschen rechnen. Also, die Mach 3 unter Config Port und Pins haben wir ja schon gesagt. Wir haben Motorausgänge auf der X-Achse, Y-Achse, Z-Achse. Soweit, so gut. Hier haben wir noch ein Motortuning. Und das Motortuning ist dann hier X-Achse, Y-Achse, Z-Achse. Weil wir nur drei aktiviert haben, sind auch hier nur drei Schaltflächen aktiv. Das Wichtigste bei der Mach 3 ist hier unten Steps Pair. Steps Pair sind Schritte pro Einheit, die wir hier gewählt haben. Schritte pro Millimeter. Bei einem Schrittmotor haben wir 200 Schritte in der Regel pro Umdrehung. Eine Schrittmotor-Endstufe kann jetzt die Microsteps Auflösung machen. Das heißt, virtuelle Zähne zwischen den Zähnen zu legen. Wenn man mal grob sagen würde, ein Schrittmotor hat 200 Zähne, das sind dann die Schritte, würden wir im Microstep-Betrieb zwischen diesen Zähnen virtuelle Zähne reinlegen, um das laienhaft zu sagen. Und dann würden wir, je nachdem, welche Auflösung wir fahren, halt entsprechende Impulse brauchen. Wenn wir eine Schrittmotor-Endstufe auf 8 Mikroschritte eingestellt haben, 8 mal 200 Schritte sind 1600 Schritte pro Umdrehung. Das will die aber, die Mach 3 nicht wissen, sondern sie will wissen, wie viele Schritte pro Millimeter. Also 1600, wir haben, sagen wir mal, eine Kugelgewindespindel mit einer Steigung pro Umdrehung von 5 Millimetern. Dann teilen wir die 1500 durch die 5. Das gibt 320 Schritte. So, 320 Schritte. Jetzt kommt, wie schnell fahren wir überhaupt? Über diesen Schieberegler können wir jetzt nach oben hin regeln. Dadurch, dass die IPS so wahnsinnig schnell ist, mit 4 Megahertz, können wir rein theoretisch, rechnerisch 712.500 Millimeter pro Minute fahren. Das ist ja total unrealistisch aus diesem Grunde. Fängt mal erstmal langsam an. Ich würde mal sagen, mit 1000 Millimeter pro Minute. So, dann sieht man hier jetzt eine blaue Linie. Die obere Linie, ich mache es mal vielleicht ein bisschen steiler. So, das ist die Beschleunigungsrampe, das ist die Geschwindigkeit und das ist die Bremsrampe. Beschleunigen und Bremsen geht man immer von aus, dass beide selbe Kräfte wirken, heißt, die sind immer parallel. Hier unten drüber kann ich den Schieberegler jetzt so ziehen und meine Bremsrampe wieder steil machen oder ganz flach. Eine Rampe sollte immer so flach sein wie nötig und so steil wie möglich. Beim Schrittmotor ist das ein bisschen schwierig, weil der ja halt Schritte verliert. In der Regel kann man eigentlich sagen, wenn man jetzt mal so dieses Diagramm sieht, wir hängen jetzt mal ein Maurerlot, also eine Schnur mit einem Bleikugel
hier oben in dem Knoten rein, gedanklich, und ziehen das hier nach unten hin. Dann liegen wir irgendwo zwischen 0,15 und 0,2 Sekunden. Das ist eine gute Zeit zum Starten und auch zum Bremsen. Also wir schauen aber nur auf diese Ecke. Wir sollten hier irgendwo zwischen liegen. Wenn wir jetzt hier eine Geschwindigkeit von 1000 eintippen, ändert die sich natürlich brutal, weil wir ja nur 1000. Bei der gleichen Beschleunigung ist der Knick hier unten sehr scharf, kann ich. Das wird der Motor nicht schaffen. Das würden wir mit so einem komischen Ton hören, Schrittverlust. Wenn wir jetzt 1000 mm pro Minute mit einer Beschleunigung von 100 mm zur Sekunde im Quadrat rechnen, liegen wir wieder hier bei ungefähr 0,15. Step-Pulse und Dir-Pulse. Diese Pulse stellt man bitte nach seiner Endstufe ein. Nicht zu groß wählen, nicht zu kurz wählen, das muss schon passen. Schaut in eure Dokumentation nach. Wenn alles funktioniert, Save drücken, auf OK, auf Verbinden und dann einfach mal ausprobieren, wie schnell sie fährt. Wenn alles gut ist und die Strecke gut ist, wieder auf Config, Motortuning, X-Achse und die Geschwindigkeit dann so weit erhöhen, die Rampe immer wieder anpassen, speichern, okay, so lange drücken, ausprobieren, wie sie also bis sie seidenweich fährt. Die Rampe hat einen Nachteil. Die Rampe, wenn wir die zu flach machen, ich mache es mal deutlich, jetzt hier, wir hätten 3 Sekunden Rampe, das würde uns im automatischen Betrieb weniger stören, weil wir es ja nicht merken, weil es ja dann gesteuert wird, aber wenn ich manuell fahre und ich die Taste loslasse, sagen wir, hier lasse ich die Taste los, dann dauert er 3 Sekunden, bis die Maschine steht. Also so steil wie möglich oder so flach wie möglich, so flach wie nötig, aber so steil wie möglich. Und immer irgendwie gucken 0,15, 0,2. Alles andere ist deutlich unterdimensioniert. Wenn man Servosysteme hat, kann man deutlich höher gehen. Apropos Servosysteme. Wir werden oft gefragt, Servosysteme, wie funktioniert das und wie richte ich die denn ein? Ich habe jetzt hier ein Servosystem dran. Das ist die B2-Serie. Und da gibt es zwei Parameter, beziehungsweise drei Parameter, worauf ihr achten müsst, ohne jetzt auf dieses Detail einzugehen. Unter der Parametergruppe 1 gibt es hier unten hier diese drei Parameter. Also 1,44, 1,45, 1,46. Wichtig hierbei sind erstmal 1,44, 1,45. Das ist der Nominator und das ist der Denominator, wie die das nennen. Also, ich habe 160.000 Impulse bei meinem Motor pro Umdrehung. Ich kann über diese interne Getriebe sagen, mit was einer für eine Auflösung ich an den Motor rangehe. Das hat nichts damit zu tun, wie genau oder ungenau der Motor dann wird, sondern einfach nur mit was für einer Frequenz, beziehungsweise mit wie vielen Impulsen. Je höher ich natürlich von der Mach 3 die Impulse wähle, beziehungsweise ich reagiere jetzt auf die Einstellung, also 160.000. Wenn ich 160.000 rechne, geteilt durch Parameter 1,45, also 10, haben wir 16.000 mal 160, haben wir 2 Millionen. Also hier jetzt, wenn ich 160.000 Impulse geteilt durch 160 rechne, bin ich bei 1000 mal Parameter 1,45 mit 10, liege ich bei 10.000 Impulse pro Umdrehung. In unserer Konstellation bleiben wir wieder 10.000 pro Umdrehung. Aber 5er Steigung bedeutet 10.000 durch 5, müssten also hier 2.000 rein. So, und dann sehen wir schon, dass wir hier schon flacher werden. Jetzt kann ich nur noch 114.000 mm pro Minute fahren. Das bedeutet, je höher die Auflösung, umso schneller muss eure Hardware sein, damit wir hier auch eine ordentliche Geschwindigkeit haben. Aber wie gesagt, die IPS ist so schnell, dass wir da deutlich
höhere Auflösung fahren können. In der Regel, fangen wir mal an mit 5000 mm, haben wir hier wieder unser Balken irgendwo dazwischen liegen, speichern wir das Ding ab. Wir rufen jetzt unser Plugin auf und wenn ich jetzt die Achse bewege, dann sehe ich, dass hier die Achse hier die Zähler ausgibt. Das ist das, was die Mach 3 rechnet und das sind die Impulse, die die IPS ausgibt. Und jetzt sollte sich der Motor auch drehen. Okay, Dankeschön. So, soweit das kurze Video zur IPS-Einbindung, Anbindung und worauf wir achten müssen. Vielleicht abschließend noch zu Ports und Pins. Alle Eingangssignale und alle Ausgangssignale, die wir in einem Makro verwenden, dürfen nicht in der Mach 3 zugewiesen sein. Okay, also wenn man jetzt meint, ich mache jetzt mal ein Makro, da muss ich nicht hier sagen wir den Ausgang 12, wenn ich den benutzen möchte, aktivieren. Der darf hier nicht aktiv sein. Ich kann, wenn ich das möchte, weil ich mal ein bisschen was manuell schalten möchte hier, hier eintragen und dann hier auch aktivieren, damit ich dann sehen kann, okay, läuft das überhaupt oder nicht. Aber nachdem darf hier das grüne Häkchen nicht gesetzt sein, sonst wird das nicht funktionieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag.